Moin Leute, wir befinden uns hier gerade in Holland und zwar auf der A7, holländischen A7, Richtung Den Helder und zwar auf dem Eiselmeer. Eiselmeer deswegen, weil durch das gesamte Eiselmeer, das sieht man hier jetzt, fahren wir gerade drauf, ein Damm durchführt und zwar ja von Sneek nach Den Helder. Das sind ungefähr 100 Kilometer insgesamt, aber dieser Damm, der ist halt ewig, ewig lang und der führt einmal komplett über das Eiselmeer, wo man dann nach Den Helder kommt. Und warum fahren wir dahin? Wir wollen nach Texel mit der Fähre übersetzen und wie das Ganze funktioniert und wie das vonstatten geht, das zeigen wir euch nach dem Intro. Hi Leute. Ja, Micha ist auch dabei natürlich. Ich bin dabei. Und Kaffee, wie immer. Ja. Kaffee gemacht. Aus der Kaffeemaschine. Eine neue Kaffeemaschine in unserem neuen gebrauchten Wohnmobil. Und zwar ist es diesmal ein Bimobil geworden. Ein LB365 aus dem Jahre 2008, also schon gute 15 Jahre alt, das Schätzchen, aber top in Schuss, super gepflegt und geliebt worden vom Vorbesitzer. Ja, wir hatten die Chance und Gelegenheit, dieses Auto zu kaufen, zu einem vernünftigen Preis, ja, zu einem wirklich vernünftigen Preis. Und da haben wir gesagt, okay, das schlagen wir jetzt zu. Ja, und mit dem wollen wir jetzt nach Texel. Ja, warum haben wir uns denn eigentlich einen neuen Camper gekauft? Ein Campervan, wenn wir damit unterwegs sind, ist es immer so gewesen, dass wir im Sommer damit total gut klargekommen sind. Aber im Winter, Juri? Ja, wurde es doch ein bisschen eng, ne? Also weil man ja doch dann nicht mehr draußen die Zeit verbringt, sondern auch sich doch viel innen drin aufhält. Dann macht man eine Fahrradtour beim schönen Wetter und dann geht man doch rein. Und das ist halt, ja, es ist alles machbar, um Gottes Willen. Ne? Das ist jetzt Heulen auf hohem Niveau. Wir haben einen wunderbaren Campervan, der Hermann. Da haben wir schon eine Rumtour zu gemacht. Ja. Könnt ihr euch anschauen. Zu dem hier, zu dem Bimobil, haben wir auch schon eine Rumtour gemacht. Könnt ihr euch auch anschauen. Das sind halt schon zwei Welten, ne? Muss man ja wirklich sagen. Der Campervan ist super wendig. Man kommt überall hin. Also ich würde zum Beispiel niemals nach Korsika mit so einem Wohnmobil wie mit dem Bimobil fahren, sondern eher zum Beispiel mit dem Campervan. Andererseits im Winter, Bimobil hat einen doppelten Boden, hat die Wassertanks, also Wasser und Abwasser, im Doppelboden frostsicher verstaut sozusagen, also untergebracht. Das sind natürlich andere Vorteile. Nachteil ist natürlich, der ist weniger wendig, ist ein bisschen größer und verbraucht natürlich wirklich viel mehr Sprit. Also man könnte sagen 40% mehr Sprit könnte man so drauf rechnen. Ich möchte einmal, dreh mal hier rum, also hier das Eiselmeer, das ist halt echt wunderschön, der Blick zugegeben. Das Wetter ist gerade nicht besonders toll, aber naja. Ich bin da völlig bei Juri. Wir haben soll man überhaupt keinen Stress damit, wenn man halt lange draußen sitzt, aber im Winter ist es schon beengt im Campervan, wenn man duschen, essen, kochen, machen, tun, kennt ihr selber und dann geht man sich dann ein bisschen auf den Piss und das ist dann schon beengt. Aber wir haben jetzt mal die erste Tour hier gemacht, also wir machen mal 3 Nächte, einfach mal Holland, fahren mal in die Niederlande und checken mal die Lage auf Texel, weil wir da schon 2 Jahre nicht mehr waren und uns das doch mal sehr gut gefällt. Und bei dem Wetter hier können wir das super testen, ob wir mit dem Wagen soweit zufrieden sind. Und ich würde sagen, bisher sind wir zufrieden, Juri. Ja, absolut. Also wir haben ja jetzt 2 Nächte schon übernachtet in dem Wagen. Genau. Haben schon auf ja,
Campingplätzen, kann man sagen, auf Stellplätzen gestanden und bisher hat alles funktioniert. Kleine Sachen, die wir ausbessern müssen, sind natürlich da. Das Stromsetup ist ein bisschen schwach auf der Brust. Bitte ein bisschen näher. Also letztendlich, das Solarpanel ist echt süß mit 100 Wattstunden oder 100 Watt Panel. Und auch der Wechselrichter, der ist ein bisschen sehr schwach. Ja, und die Batterie auch. 170 Amperestunden sind drauf. Ich möchte aber schon lieber tatsächlich Lithium, weil hat doch ja, viele Vorteile. Das werden wir halt alles machen an dem Auto. Winterreifen bekommt er, weil wir testen den Wagen jetzt einmal an. Wir möchten mit ihm unbedingt zu den Lofoten oder halt zumindest nach Norwegen. Wir hoffen, dass das klappt im Januar, Februar, März. Irgendwann in diesen 3 Monaten mal für 2 Wochen. Um dann die Polarlichter zu sehen. Das ist auf unserer Bucketlist. Ja, ne? Ja. Und ja, das sind so Sachen. Das wollen wir machen. Deswegen testen wir den und fahren jetzt nach Texel. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt in Den Helder gleich wieder, wenn wir das Ganze mit der Fähre machen. Also, bis gleich. Übersetzen. Übersetzen, genau. Bis gleich. In Den Helder übrigens, kurz vor der Fähre, ist auf der rechten Seite so ein altes Gebiet, wo man so mit Backsteinhäusern. Dort ist noch so ein kleiner Plattencampingplatz, wo man, ja, falls man die Fähre abends am Vortag nicht bekommt, die Nacht überstehen kann für 5 Euro. Und dann kann man nächsten Tag die Fähre ganz entspannt nehmen. Also man kann auch erstmal anreisen bis nach Den Helder, dort eine Nacht bleiben, ist so ganz süß Den Helder. Und dann einfach nächsten Tag übersetzen auf die Insel Texel. So, wir sind jetzt gleich in Den Helder angekommen. Und dann zeigen wir euch mal, wie das hier so ein bisschen aussieht. Im Zeitraffer. Und dann geht's rüber. Ja, hier angekommen in Den Helder am Hafen befindet sich zu Rechten das Marinemuseum und geradeaus fahren wir jetzt auf den Terminal zu für die Fähre nach Texel. Ich bin leider Gottes eine zu früh abgefahren, aber das ist kein Problem, man kann drehen und da hätten wir hingemusst. Zeig mal dahin. Juri, ich hatte mich so ein bisschen konzentriert hier auf das U-Boot hier. Und Juri ist eine zu früh rechts gefahren. Macht aber nichts. Wir fahren dann jetzt hier rechts. Richtung Texel. Mal gucken, ob wir auf diese Fähre noch mitkommen. Oder ob wir warten müssen auf die nächste. Ich weiß es nicht. Wir haben grün. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. So, hast du... So, hier ist das Portal für Texel, hier ist ausgeschildert, Wohnwagen geradeaus, Autos bis maximal Länge 6,50 Meter, dann dürfen wir, glaube ich, rechts nehmen. Ja, wir müssen Autos bis 6,50 Meter. Genau, wir nehmen Autos bis 6,50 Meter, oder? Also die rechte Spur, oder LKW, linke Spur. Ja, wir sind ja kein LKW. Das stimmt. Wir fahren einfach mal. Mit dem Herrn Herrmann war das einfacher. Das war ein Auto unter 6 Meter. Oh, das sieht schlecht aus. Hier wird schon die Schranke geschlossen. Aber guck mal, der fährt auch links. Juri, warte mal. Ich würde den nehmen. Bis 20 Meter. Warte mal. Maximal 6,50 Meter Autos. Achso. Dann fahren wir hinter dem her. Achso, E-Ticket. T-Supers. Transporter. Ticket kaufen. Ticket kaufen. Ja, stimmt. Dann müssen wir darüber. Zu dem weißen Bulli. Ja. Ticket kaufen. Also wir nehmen die linke Spur. Gucken mal, dass uns jetzt hier keiner vorfährt. Und schließen uns dem
an. Also ihr braucht auf jeden Fall keine Angst haben, mit der Fähre nach Texel zu fahren. Das ist alles kein Hexenwerk. Und wenn man sich, wie wir mal kurz in der Reihe hier, falsch anstellt, ist das auch nicht so schlimm. Es ist genug Platz, um hier nochmal zu rangieren. Die Fährfahrt kostet, ich meine, 37 Euro. Das werden wir gleich sehen. Was super genial ist, ist tatsächlich, dass man hier keine Tickets reservieren muss oder dergleichen. Man kann einfach hier hinkommen. Die Fähre fährt halbstündlich, also im halben Stundentakt. Und man kauft hier, man zieht hier ein Ticket. Das ist immer für hin und zurück das Ticket gedacht. Kostet normalerweise 37 Euro. Ich meine, dass wir das gleich auch bezahlen werden, auch mit dem größeren Wohnmobil, weil bis 6,50 Meter kostet 37 Euro. Und darüber hinaus, wenn man ein größeres Wohnmobil hat, kostet, glaube ich, jeder weitere Meter 7 Euro. Hin und zurück ist es. Also das ist doch ein mega fairer Preis, oder? Ich meine, wenn man mit 7,50 Meter unterwegs ist, dann zahlt man, was sind das? Das sind dann 44 Euro für hin und zurück. Das ist kein Preis, finde ich. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir gleich bezahlen. Schick mal. Ja, man kann, man bezahlt jetzt einmal, fährt auf die Fähre drauf und fährt einfach dann runter. Wenn man zurückfährt, braucht man gar nichts mehr vorzeigen. Man fährt dann auch einfach nur noch drauf auf die Fähre. Richtig? Ja. Richtig, genau. Ja, wie man dran ist, ne? Wenn die Fähre dann voll ist, dann muss man halt auf die nächste warten. Ja. Okay, wir gucken mal, was das jetzt kostet. Also, man muss hier nichts vorreservieren. Das ist das Gute, dass man hier auch aus Süddeutschland anreisen kann, ohne Angst zu haben, dass man seine Fähre verpasst. Genau. Ne? Ich filme einmal weg. Guten Mittag. Yes. Also, wir haben jetzt 42,70 Euro bezahlt. Danke, ciao. 42,70 Euro, weil wahrscheinlich die Fahrräder hinten, guck mal, die sehen das nämlich direkt, wie lang du bist, weil die Fahrräder hinten wahrscheinlich dann über diese 6,50 Meter hinausragen. Aber, oh, ich muss mich anschnallen. Safety first. Safety first. So, wo fahren wir jetzt hin? Ich fühl mal mit. Ja, fühl mal mit. Wie gesagt, 42,70 Euro hin und zurück. Das ist doch super, super. Wir werden hier fair. Auch schon geleitet. Ja. Der junge Mann hier sagt uns, wir sollen ins in die Reihe einpendeln. Das machen wir jetzt nochmal. Wunderbar. Und jetzt stehen wir uns hier erstmal in die Reihe mit an. Aber so viele Autos sind gar nicht vor uns. Nö, ich denke, wir kommen auch mit der nächsten Fähre drauf. Das denke ich. Die müsste jetzt um 12.30 Uhr dann fahren. Genau. Ja, was steht denn auf dem Bon? Steht da was drauf? Ja, was steht denn drauf? Mit der Länge müssen wir die Fähre das nächste Mal. Ja, 7,50 Meter. Also okay. Alle, die so ein Wohnmobil, die meisten, die langen, großen Wohnmobile haben ja 7,40 Meter, 43. Die würden dann halt 42,70 Meter bezahlen. Und wenn man dann noch Fahrräder hinten dran hat, dann müsste man halt zahlt man knapp 50 Euro, wenn man über 7,50 Meter lang ist. Ja, das ist aber... Also ich empfinde das als unglaublich fair. Ja, es geht hier zack, 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 zack. Die Fähre hat angelegt. Die Leute sind runter oder die Fahrzeuge, die auf der Fähre drauf waren. Und jetzt sind wir dran und fahren einfach zack, zack wieder auf die Fähre. Also das ist wirklich so
super strukturiert. Ich glaube auch, du hast recht, ja, dass wir die Fähre um 12.30 Uhr dann abfährt. Ja. Genau. Also noch sind wir nicht drauf. Ich hoffe, dass wir... Aber das wird ja hier ruckizucki abgefertigt. Das ist wirklich toll. Ja. So. Warte mal. Schauen wir mal ab, ne? Gleich sind wir dran, ne? Also man kann gleich, die Überfahrt dauert ungefähr auch eine halbe Stunde nur. 20 Minuten, ne? Ja, 20 Minuten. Man kann im Auto bleiben, man darf im Auto bleiben. Man kann aber auch nach oben gehen, also sich das, Eiselmeer ist das ja auch noch. Nee. Doch, das ist das Eiselmeer. Mhm. Mhm. Sich angucken. Und man muss natürlich rechtzeitig dann wieder im Fahrzeug sein, weil, wie gesagt, das geht hier... Nee, Nord... Ja, das auch. Ist... So, es geht los. Es wir ist das Eiselmeer. So. Auf los geht's los. 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 So. Wie ihr seht, sind wir nicht die einzigen Camper, die nach Texel wollen. Genau, hier ist die Abfahrt, 12.30 Uhr, steht es nochmal geschrieben. Oben angeschlagen. Und dann kann man hier übrigens nochmal schnell am Terminal auf Toilette gehen und wenn man möchte. Wenn man warten muss, ne? Genau. Und dann geht's schon los. Zacki, zacki. Mal gucken, wo wir hin sollen. Wir bleiben hier in der Spur. Und ihr seht, die Fähre wird hier voll gepackt. Jeder Meter kostet Geld. Genau. Und jetzt kann man, wenn man möchte, aussteigen und sich die Fahrt an Deck anschauen. Oder man kann hier einfach im Auto sitzen. Jetzt ist der nicht vorgefahren, der vor uns. Oh, also hat er den noch rangewunken. Worauf hat er denn gewartet? Fahr auf, fahr auf, fahr auf, fahr auf. Und somit... Perfekt. Ah, er ist glücklich. Mit uns ist er zufrieden. Du hast zwei Daumen hoch gekriegt. Ja. Hast du fein gemacht. Ja, wir sind Profis. Gehen wir mal hoch, ne? Ja. Hast du den Schlüssel? Nee. Welchen Schlüssel? Den habe ich. Ach so, nee, den habe ich. Ach so. Wir fahren schon. Hier sind wir falsch. Ja, wir fahren schon. Wir müssen noch einen höher. Ich glaube, noch einen höher. Hauptsache, du vergisst nicht, in welchem Deck wir sitzen. Ganz unten. Hier, bei der Möwe. Kommt hier raus. Oh ja. Ach ja, guck mal. Geht leider nicht auf. Mhm. Guck mal, da drück mal da. Ach ja. Wir haben 100 Kilometer gemacht. Hält, hält. Hält. Sehr schön. Und ab geht's rüber. Nach Texel. Oh, schönes Wetter auch jetzt hier, ne? Ja, wenn Engel reisen. Lacht die Sonne. Lacht die Sonne. So, man sieht, es ist auch gar nicht so weit von Den Helder nach Texel. Ein Katzensprung, 20 Minuten Fahrt. Und dann sind wir gleich schon da. Ja, da ist die Insel Texel. Und das hier ist immer noch das Eiselmeer, Michael. Das ist nicht die Nordsee. Die Nordsee okay, ist, fängt erst hinter Texel an. Ja, genau. Also es gehört ja mit zur Nordsee. Ne? Aber es ist das Eiselmeer. So, jetzt fahren wir hier runter von der Fähre. Ja, kaum sind wir hier angelegt oder haben angelegt, geht das hier zack, 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 zack wieder alles runter. Genau. Super, super durchkoordiniert, genau. Organisiert. Alles super. Durchgetaktet. Und durchgetaktet, genau, das Wort hat mir gefehlt. Halbe Stunde. Was haben wir, wie spät haben wir es? 12.54 Uhr. Wir sind um 12.30 Uhr pünktlich, haben wir abgelegt.
12.54 Uhr angelegt. Das heißt, die nächsten 6 Minuten sind dafür reserviert. Hier stehen schon die gleich wieder drauf wollen. Genau, sind dafür reserviert, dass sie praktisch wieder beladen, entladen, beladen und weiterfahren. Also so super schnell. Ja, Leute, wir sind jetzt hier auf Texel, fahren jetzt zu unserem Campingplatz. Über den machen wir bestimmt auch noch ein Video. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Es ist informativ für euch gewesen. Gebt uns doch einfach einen Daumen nach oben oder auch zwei und abonniert unseren Kanal und ja, wir sehen uns. Bis denn. Ciao. Ja, Leute, bis denn. Ciao, ciao. Vergesst nicht, uns auf Instagram zu folgen.